Schön, dass ihr da seid, Leute. Bevor das Video losgeht, ganz kurz eine wichtige Information. Ihr könnt euch jetzt die Corona-Warn-App runterladen, im iOS Store, aber auch im Google Play Store. Was ist wichtig zu wissen? Diese App speichert keine Daten von euch. Ihr müsst euch nicht mal einloggen. Speichert keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, kein Alter. Diese App ist dafür da, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Corona sich nicht weiter ausbreitet. Wie macht die App das? Als Beispiel, ihr habt euch mit Corona angesteckt, was ich natürlich niemandem wünsche, aber ihr habt euch mit Corona angesteckt, ihr könnt das in dieser App eintragen. Wenn ihr jetzt unterwegs seid, was ihr nicht sein solltet, und lauft jemandem über den Weg, der auch diese App hat, dann kann er sehen, oh, ich hatte Kontakt mit jemandem, der Corona hat, und kann sich dementsprechend in Quarantäne begeben und im besten Fall noch dem Gesundheitsamt Bescheid geben. Abschließend nochmal, ich würde mich freuen, wenn ihr die App abcheckt und wir gemeinsam Corona eindämmen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hast du schon mal im Auto? Im Auto was? Na, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Ich bin kein Hellseher. Hast du schon mal Liebe im Auto gemacht? Du meinst Liebe, Liebe? Mhm, ich meine Liebe, Liebe. Vielleicht hast du ja Lust, dass wir zwei... Du futterst den ganzen Tag nur Obst, ist doch wenigstens mal ein Twix. Wie kommst du darauf, dass ich Obst essen will? Du hast doch eine Banane in der Hand. Aber doch nicht zum Essen. Was? Ist sie nicht ein Engel? Soll ich dir auch eine Pizza in den Ofen knallen? Du kannst doch nicht 24/7 nur Scheiße fressen. Schokolade zum Frühstück, Pudding zum Abendessen und jeden Nachmittag eine Pizza? Schmeckt doch geil. Schmeckt doch geil. Die Scheiße lässt dich 20 Jahre weniger leben. Was soll ich denn sonst essen, Mike Tyson für Arme? Gemüse oder Obst? Ich esse doch Pommes. Pommes? Sind aus Kartoffeln. Ergo Gemüse. Probier's mal damit. Wo bin ich? In Deutschland, ganz genau genommen in Berlin. Ich hatte dich darum gebeten, mehr Gemüse oder Obst zu essen, wollte dir eine Banane zuschmeißen, damit du diese verzehrst. Die ist voll gegen deinen Kopf gedonnert und dann bist du auf dem Boden gelandet, ohnmächtig. Jedenfalls bin ich dein Freund. Wahrscheinlich nicht mehr lange, du bist ganz schön anstrengend, aber ja. Und dann wunderst du dich, dass ich keinen Bock auf Obst habe? Tatsächlich kann ich es jetzt ein Stück weit nachvollziehen. Ist nicht so angenehm, wenn man ein Früchtchen gegen den Kopf gedonnert bekommt. Jedenfalls solltest du Sorge tragen, dass du... Nathan? Ja, mein Hase? Halt's Maul! Okay. Jedenfalls ist das Mädchen genau vor mir und behauptet, ich hätte ihr Popcorn geklaut. Wow, interessant. Ja, und dann sagt Jenny, da war dieses eine Mädchen und die hatten wohl alle was mit Justin Bieber auf seiner Tour. Oh, erzähl mir mehr. Ja, jedenfalls, ich habe dieses Popcorn nicht geklaut. Und ich habe zu ihr gesagt, sie soll aufpassen, wie sie mit ihm redet, ja? Oh, und sie meinte, was ist? Ich erzähle dir doch gerade was. Die Corona-Warn-App sagt, ich hatte Kontakt zu jemandem, der Corona hat. Warte, heißt es, du hast Corona? Keine Ahnung, heißt es das? Keine Ahnung, jedenfalls meinte ich, wenn ich mir Popcorn kaufen will, dann hole ich mir selber welches. Yo, 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 yo! Ich hab vielleicht Corona und du quatscht einen von Popcorn. Wir sitzen seit Tagen zusammen. Vielleicht hast du auch Corona. Ich? Wer sagt das? Hat dir Jenny das erzählt? Die ist doch nur eifersüchtig, weil ich... Pass bloß auf, mit wem ihr zusammenkommt. Ich schon dabei war und Jenny nicht. Sie sind jemandem über den Weg gelaufen, der Corona hat?
Jetzt muss ich das erstmal dem Gesundheitsamt melden und mich natürlich testen lassen. Aber ich habe eh kein Leck mich am Arsch. Eigentlich in der Tiefgarage rum? Keine Ahnung, aber das stand so im Skript. Hier, schau. Nelson und Jemka steigen in Zeitlupe ins Auto und fahren in Zeitlupe durch die Tiefgarage. Aber wozu? Ich nehme an, das sollte so als Stilmittel genutzt werden, einfach um so ein bisschen Coolness rüberzubringen. Und war das cool? Wahrscheinlich nicht, aber was soll's? Ja, was soll's. Aber hast du schon mal im Auto? Im Auto was? Na, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Ich bin kein Hellseher. Hast du schon mal Liebe im Auto gemacht? Du meinst Liebe? Ich meine Liebe. Vielleicht hast du ja Lust, dass wir zwei... Oh, hello! Ich bin Nelson und nicht Don Massimo. Das hier ist ein Fortbewegungsmittel. Kannst du nicht ein bisschen wie Don Massimo sein? Ich soll dich entführen? Oder wenigstens shoppen gehen? Hell no! Ich hab doch gar kein Geld. Du bezahlst auch die ganze Zeit die Miete. Ich dachte, die bezahlst du. Ich muss echt sagen, du hast so ein geiles Gestell und ich liebe es, wenn du mich auf 180 bringst. Und dann, wenn wir kurz vom Ziel sind, oh, dieses Gefühl, ich kann es kaum in Worte fassen. Was soll ich sagen? Ich weiß, wie ich meinen Boy glücklich machen kann. Was? Wovon redest du? Ich rede doch nicht von dir. Ich meine die Karre. Du bist ein Brett im Bett. Dir! Wir zwei gehören zusammen, nicht? Alte Nervensäge. Los geht's. Doch reaktive Menschen machen ein Gefühl daraus. Sie lassen sich von Emotionen leiten. Interessen und Einflussbereich. Interessen und Einflussbereich? Damn! Ich könnte echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Ich werde dir einfach Dinge beibringen, die du niemals vergessen wirst. Oh, yes! Dann erzähl mal, girl! Vielleicht fangen wir damit an, wie wichtig die Länge ist und der Umfang und die Ausdauer. Ausdauer habe ich und Länge und Umfang auch. Ich bin African! Die Ausdauer beim Lernen. Du weißt schon, dass es gerade um Mathematik geht. Wer braucht so ein Mist nach dem Abi? Warum bringen die uns nicht bei, wie man Steuern hinterzieht? Was willst du? Ach, du bist bestimmt Nelson. Ich sehe schon. In deiner Beschreibung wurde ja überhaupt nicht übertrieben. Wieso? Was wurde denn gesagt? Oh, das mit dem Geruch wurde mir nicht gesagt. So, dann fangen wir mal an. Setz dich. Da wollte ich eigentlich sitzen.
Also, wir fangen jetzt erstmal mit Mathe an. Ach, nee! Los jetzt! Der Umfang meiner Brüste rechnet sich nicht von alleine aus. Oh, happy day. Oh, happy day. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr das Video angeguckt habt. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu drehen. Vielen Dank an Jemka. Checkt auf jeden Fall ihr Insta, ist unten verlinkt. Jetzt draufgehen. So ein cooles Girl. Checkt sie jetzt sofort ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich supporten. Weiß ich sehr zu schätzen. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Aber noch eine Frage. Was machen wir zwei Süßen denn jetzt noch? Wir gehen jetzt erstmal shoppen. Ich hoffe, du hast deine Kreditkarte dabei. Ja, komm.